Das Genius-Sonderkommando ist eine Gruppe von Elite-Söldnern, die von Freezer engagiert wurden, um für ihn Planeten zu erobern. Und um diese ikonische Truppe von Kämpfern geht es in diesem Video. In diesem Video erzählen wir euch nämlich die Geschichte der Ginyu-Force. Die Ginyu-Force weist sehr viele Parallelen zu der Super Sentai-Serie auf, die auch in Deutschland und Amerika bekannt ist als Power Rangers. Genauso wie bei den Power Rangers hat auch jeder von den Ginyu-Force-Kämpfern eine Farbe, die zu ihm dazugehörig ist. Und auch posieren die Mitglieder der Ginyu-Force ähnlich wie die Power Rangers, und das ist aber auch höchstwahrscheinlich eine Parodie an den Power Rangers. Diese Parodie oder auch diese Anlehnung kommt wahrscheinlich davon, dass Akira Toriyamas Sohn ein sehr großer Fan dieser Serie war. Das sagte Akira Toriyama auch in einem Interview. So wie es in Dragon Ball üblich ist, sind die Namen des Ginyu-Sonderkommandos Wortspiele. Im Fall der Ginyu-Force leiten sie sich nämlich alle von Milchprodukten ab. Guldos Name kommt von Joghurt, Batas Name kommt von Butter, Rikums Name kommt von Creme, Gis Name kommt von Cheese, das englische Wort für Käse, und Ginyus Name kommt von der Milch selbst. Innerhalb Freezers Armee gehören die Mitglieder der Ginyu-Force der High Level Executive Class an. Mit Ginyu als Anführer des Sonderkommandos und außerdem auch als rechte Hand von Freezer. Im Gegensatz zu dem Rest der Untertanen von Freezer genießt die Ginyu-Force ein sehr hohes Ansehen bei ihm. Sie haben sehr viele Freiheiten innerhalb seines Imperiums und sind keine gewaltsam unterworfenen Sklaven oder Diener, sondern sind sozusagen Freiberufler. Sie besitzen sogar ihr eigenes Hauptquartier auf dem Planeten Freezer 79. Dort haben sie auch Soldaten, die für sie arbeiten und auch Arbeiten für sie erledigen. Auch ist die Ginyu-Force schon sehr lange aktiv, denn wir sehen in dem Film Dragon Ball Super Broly, dass sie bereits King Cold vor Freezer gedient haben. Dann fangen wir mit Guldo an. Und er ist ein Angehöriger der Bulean-Rasse, auch genannt Bass-Rasse. Wie wir Guldo kennen, hat er die Fähigkeit des Zeitanhaltens. Und diese Fähigkeit hat sich schon in seiner Kindheit herauskristallisiert. Und in seiner Kindheit benutzte er diese Fähigkeit unter anderem, um unter die Röcke von Frauen zu schauen und um Spielzeug zu klauen. Und Guldo ist auch das letzte Mitglied, das dem Ginyu-Sonderkommando beigetreten ist. Als nächstes haben wir Rikum. Und Rikum ist ein Mitglied einer unbekannten Rasse, die aber schon der menschlichen Rasse ähnelt. Außerdem ist er ein Mutant dieser Rasse, genau wie die anderen Mitglieder der Ginyu-Force, die sind nämlich alle ebenfalls Mutanten ihrer Rassen. In seiner Jugend nahm Rikum Tanzstunden, wodurch er seine Beweglichkeit und seine Schnelligkeit entwickelte. Dank seiner Fähigkeiten wurde er dann zu einem unbekannten späteren Zeitpunkt in das Ginyu-Sonderkommando rekrutiert. Als nächstes haben wir Bata, und auch seine Rasse ist uns unbekannt. Aber auch bei ihm ist es bekannt, dass er eine Mutation seiner Rasse ist. Wie auch bei den anderen Mitgliedern der Ginyu-Force hat sich Batas besondere Fähigkeit auch schon in jungen Jahren herauskristallisiert. Batas Mutter war sehr streng zu ihm, als er noch klein war, und zwang ihn dazu, alle Hausarbeiten zu machen. Sie hat ihm auch mal eine gescheuert, als er zu spät dran war, das Essen zuzubereiten. Und dadurch wurde er immer schneller und schließlich zum schnellsten Wesen des Universums. Und seine Fähigkeiten brachten ihm schließlich einen Platz beim Ginyu-Sonderkommando ein, wo er den Spitznamen Blue Hurricane bekam und wo er von sich selbst behauptet, das schnellste Wesen des Universums zu sein. Dann kommen wir zu Gis. Und Gis kommt vom Planeten Branch, der auch bekannt ist als Planet Kula 98. Und in seiner Kindheit hat er auf diesem Planeten in der Galactic Little League Baseball gespielt. Er hatte die Position des Pitcher und hat so auch seine Spezialtechnik, den Crusher Ball, entwickelt. Einige Zeit danach wurde ein anderes Mitglied von Jesus' Rasse, nämlich Salsa, der Anführer des Kulas Armored Squadron. Ungefähr zur gleichen Zeit wurde dann Jesus auch ein Mitglied des Ginyu-Sonderkommandos und er ist auch das zweite Mitglied, was dem Sonderkommando beigetreten ist. Seitdem herrscht zwischen Jis und Salsa eine Rivalität. Sie streiten über Sachen wie zum Beispiel, wer von beiden der bessere Kämpfer ist oder auch wer von beiden der hübschere ist. Und schlussendlich kommen wir dann zu Ginyu. Der Name seiner Rasse ist auch unbekannt, aber er ist natürlich auch eine Mutation seiner Rasse. Und wie bei den anderen haben sich seine Fähigkeiten auch in der Kindheit entwickelt. Und zu seiner Schulzeit tauschte er einmal den Körper mit dem reichsten Jungen aus seiner Klasse. Dies brachte ihm viel Beliebtheit bei den Mädchen, allerdings wurde er dadurch auch dumm. Und dadurch realisierte Ginyu,
dass es bei Männern nicht darauf ankommt, wer der Reichere ist, sondern wer der Stärkere ist. Und laut dieser Geschichte ist der lilane Körper, den wir von Ginyu kennen, auch sein echter Körper. Ganz anders als in Toyotaros Version, denn dort hat er sich den Körper von jemand anderem gestohlen. Laut Weekly Shonen Jump haben wenige Leute Ginyus wahre Gestalt gesehen. Aber Salsa von Kulas Armee ist einer der wenigen, der seine wahre Gestalt kennt. Laut dieser Geschichte war Ginyu auch ursprünglich ein Mitglied von Kulas Amordsquadron. Und er hatte einen Kampf mit Salsa um die Position des Anführers. Ginyu verlor wohl den Kampf und verließ danach Kulas Armee und wurde ein Teil von Freezers Armee. Und bekam dort, wie wir wissen, sein eigenes Sonderkommando. Aber Ginyu ist tatsächlich noch nicht das letzte Mitglied des Ginyu-Sonderkommandos, denn wir haben in dem Spiel Dragon Ball Z Kakarot noch ein weiteres Mitglied, nämlich Bonyu. Sie kommt wie Jeez vom Planeten Branch und ist auch das einzige weibliche Mitglied des Ginyu-Sonderkommando. Sie war laut dem Spiel auch das zweite Mitglied, was der Ginyu-Force beigetreten ist, aber sie ist mittlerweile nur noch ein Ex-Mitglied, da sie die Ginyu-Force verlassen hat, weil sie wohl nicht mit den Posen und, naja, dem Charakter der Ginyu-Force klarkam. Sie verließ deswegen die Ginyu Force zu einem unbekannten Zeitpunkt. Wie beim Rest des Sonderkommandos leitet sich ihr Name auch von einer Art Milch ab, nämlich von der Muttermilch. Sie kommt aber wie gesagt nur in dem Spiel Dragon Ball Z Kakarot vor. Die letzte bekannte Mission der Ginyu Force war, Freezer auf Namek zu helfen. Und auf Namek sind alle Mitglieder der Ginyu Force verstorben. Bis auf Ginyu, der danach noch einige Zeit in dem Körper eines Frosches weiterlebte. Wir wissen auch, dass die nächste Mission der Ginyu Force gewesen wäre, den Planeten Yadra zu erobern. Eine weitere interessante Sache über die Ginyu Force ist, dass sie ihr eigenes Emblem haben. Das Emblem sieht etwas so aus wie ein V, was oben zwei Hörner hat, so wie Ginyu oder Freezer zum Beispiel. Es kann sein, dass es sich davon ableitet. Die Mitglieder des Sonderkommandos tragen dieses Emblem auch auf ihrer Brust und in ihrem Hauptquartier haben sie auch Fahrzeuge und dergleichen, die auch mit dem Emblem verziert sind. Als letzten interessanten Fakt über die Ginyu Force haben wir, dass sie ihren eigenen Titelsong haben. Der Song trägt den Namen Sanjo Ginyu Toku Sentai. Und dieser Song wurde für Dragon Ball Kai komponiert. Und in dem Song geht es um die verschiedenen Rollen der Mitglieder des Sonderkommandos. Das war's dann auch mit dem Video. Wir hoffen, dass euch dieses neue Format gefällt. Wir spielen nämlich gerade mit der Idee, eine ganze Serie in so einem Format zu machen, Dragon Ball Geschichte. Wir wollen das zum Beispiel über mehrere Sachen machen, wie die Saiyajins, Namek und so weiter und so fort. Sagt uns, was ihr von der Idee haltet und wie immer, lasst uns ein Like und ein Abo da, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst uns wissen, was ihr noch für Videos sehen wollt und wir sehen uns im nächsten Dragon Ball Video.